Helden sterben nicht, steht auf dem riesigen Transparent. Am 1. März 2015 erlebt Moskau direkt an der Kremlmauer eine Demonstration, wie es sie seit dem Ende der Sowjetunion nicht mehr gegeben hat. Zehntausende sind auf der Straße, um Abschied zu nehmen von Boris Nemtsov. Der bekannteste Oppositionspolitiker des Landes ist hier ermordet worden, nur wenige Schritte von Putins Amtssitz entfernt. Am 27. Februar gegen 23.30 Uhr gehen Boris Nemtsov und seine Freundin über den Roten Platz in Richtung Süden. Ihr Weg führt sie auf die große Moskwa-Brücke an der südöstlichen Kremlmauer. In Höhe des Beklemischewski-Turmes zerreißt der erste Schuss die Stille der Nacht. Er trifft den Politiker von hinten. Der Mörder schießt 6 Mal. Boris Nemtsov stirbt nur wenige Meter von der Kremlmauer entfernt. Wen denn sonst hätte man umbringen sollen, um allen, Liberalen und Nichtliberalen, Machthabern und Oppositionellen, einen solchen Schock zu versetzen? Nicht mal ein Idiot begeht einen Mord auf dem Roten Platz. Es sei denn, es liegt eine Genehmigung des Kremls vor. Nach einer Woche werden die ersten Verdächtigen festgenommen. 5 Männer, allesamt aus Tschetschenien angereist. Sauer Dedajew, der mutmaßliche Schütze, ist Offizier. Er gehört einer tschetschenischen Eliteeinheit an. Er gesteht zunächst den Mord. Soviel ich weiß, hat Sauer Dedajew später seine Aussage offiziell zurückgezogen, nachdem er mit seinen Anwälten gesprochen hatte. Die waren offiziell von einem Angehörigen bestellt worden. Ich vermute aber von der Staatsführung der Tschetschenischen Republik. Der tschetschenische Präsident Ramzan Kadyrov kennt den mutmaßlichen Mörder persönlich. Bei Instagram schreibt er: Ich kannte Sau als echten Patrioten Russlands. Ich bin fest davon überzeugt, dass er Russland treu ergeben war, dass er bereit war, sein Leben für seine Heimat zu geben. Boris Nemtsov gab sein Leben für einen freien, demokratischen Rechtsstaat. In einem solchen Russland wollte er leben. Wozu dieser Mord? Um zu zeigen, dass es keine Unantastbaren gibt. Wir bringen um, wen wir wollen. Kennengelernt haben wir uns, als er 23 war und ich 26. Die erste Begegnung war ganz unromantisch. In einer Kantine, in der Warteschlange. Boris kam in die Kantine und alle waren entzückt. Ich meine die Mädels, die neben mir standen. Weil er ein auffallend hübscher junger Mann war, mit ganz markanten Zügen. Mandelförmige Augen, mit einem buschigen Haarschopf und Vollbart. Seine Schönheit war überwältigend. Stattlich war er auch noch. »400 Kilometer östlich von Moskau liegt die Stadt Gorki, das heutige Nischni Nowgorod. Hier lebt Boris Nemtsov in den 70er Jahren. Hier beendet er die Schule mit Auszeichnung. An der Städtischen Universität studiert er Radiophysik. Schon mit 26 Jahren verteidigt er seine Doktorarbeit. Er hat sich damals aktiv mit der Wissenschaft beschäftigt und war so sehr davon fasziniert, dass er von nichts anderem sprach. Auch mir erzählte er immer, womit er sich beschäftigte, welche Arbeit er verfasste, welche Idee ihm einfiel. Er redete nur über die Wissenschaft. Das sind Bilder von 2003. Boris Nemtsov kommt nach Nischni Nowgorod, um in einer Fernsehsendung über seine Kindheit und seine Jugend zu erzählen.
Hier wohnten offen gesagt in der besten Zeit bis zu 7 Personen. Überlegen Sie sich das mal. Auf dieser Fläche hier, wie viele Quadratmeter sind das, Mama? 20? 28. 28 Quadratmeter. Nutzfläche. Nutzfläche. 7 Personen auf 28 Quadratmeter. Boris Nemtsov wird später von den Bildschirmen der kremltreuen Fernsehstationen verschwinden. Aber 2003 darf er dem Publikum noch zeigen, wie bescheiden er und seine Familie zu Sowjetzeiten in Nischni Nowgorod gelebt haben. Tolka. Ihr Sohn Tolja. Deine Raisa und Jana. Raya und Jana. Meine Frau und meine Tochter. Tolle Sache, oder? 7 Personen. Ich kann Ihnen die Stelle zeigen, wo ich meine Doktorarbeit geschrieben habe. Das hier ist die Küche. Recht geräumig. 6 Quadratmeter, glaube ich. Das ist aber noch nichts. Einen Teil meiner Dissertation habe ich zum Beispiel hier geschrieben. Kommt rein, kommt rein. An der Stelle hier war so ein Sessel. Da ist er eigentlich. Hier kann man in aller Ruhe sitzen und schreiben. Keiner stört dich. Alles super. Ich trieb gern Sport. Boris auch. Zu der Zeit damals war er ein begeisterter Tennisspieler. Mir hat er damals auch angeboten, mitzuspielen. Alle Wissenschaftler im Forschungsinstitut für Radiophysik trieben gern solche Sportarten wie Bergsteigen, Skifahren, Surfen oder Tennis. Er überredete mich, zu joggen und Klimmzüge zu machen. Einmal joggten wir durch den Wald. Da kamen uns Jungs aus unserem Forschungsinstitut entgegen. Sie sagten: Boris, man kann doch solche jungen Damen nicht zum Joggen zwingen. Klimmzüge machten wir an der Reckstange. Ich schaffte leider nur 3, aber er 25 bis 30. Er war ein sehr sportlicher junger Mann. Nischni Nowgorod wird 1932 von Stalin in Gorki umbenannt. Wie viele andere Städte war Gorki für Ausländer gesperrt. Trotzdem erlangt die Stadt 1980 weltweite Berühmtheit. Die Sowjetunion hat ihren wichtigsten Dissidenten nach Gorki verbannt, den berühmtesten Physiker des Landes, den Vater der sowjetischen Wasserstoffbombe, den Friedensnobelpreisträger Andrei Sacharow. Mit ihm führt Boris Nemtsov ein denkwürdiges Interview. 2 Physiker unterhalten sich über die Gefahren, die von einem in Gorki geplanten Atomheizkraftwerk ausgehen. Der Bau des nuklearen Ungetüms zieht sich bereits 10 Jahre hin, aber 1986 rückt es schlagartig ins Bewusstsein jedes Einwohners von Gorki. In diesem Jahr ereignet sich in Tschernobyl die größte Reaktorkatastrophe der Geschichte. Sie fordert mehr als 4000 Menschenleben. Damals begannen in Gorki Demos gegen das Kernkraftwerk. Und eine von denen, die mitprotestierten, war Boris' Mutter. Ich sagte immer wieder zu Boris: Boris, du bist ein Radiophysiker. Und er zu mir: Das verstehe ich doch alles, aber was soll ich denn machen? Was soll ich machen? Ich sagte: Was machen? Wirf deine Wissenschaft in die Waagschale. Er schrieb einen Artikel, warum ich gegen das Kernheizwerk bin, und führte dort Argumente an. Danach waren alle in heller Aufregung. Man ließ ihn einfach nicht mehr in Ruhe. Auf diese Weise wurde Boris zum Straßenaktivisten. Da er ein sehr markanter, gut aussehender und charmanter Mann war, wurde er auf der Stelle zum Anführer dieser Protestbewegung. 1985 wird Michail Gorbatschow Generalsekretär der KPdSU. Perestroika und Glasnost, Umbau und Transparenz werden von nun an mit seinem Namen verbunden bleiben. Die Unzulänglichkeiten des Sozialismus dürfen öffentlich diskutiert werden. Boris Nemtsov kandidiert für den obersten Sowjet und er nimmt mit anderen Kandidaten auch an Fernsehdebatten teil. Bei Boris war alles anders als bei anderen Parteikandidaten. Angefangen von seinem äußeren Erscheinungsbild mit Krauskopf und Rollkragenpullover, der nicht mal sein eigener war. Da gab es diese Live-Übertragung, bei der sagt er plötzlich mit einer Pause: Wisst ihr eigentlich, hier sind so viele ehrenwerte Persönlichkeiten, die euch das Blaue vom Himmel versprechen. Ich dagegen habe nicht vor, euch etwas zu versprechen, außer dem einen. Pause. Ich werde nicht lügen, sagte er und schaute mit gerunzelter Stirn in die Kamera. Ich kann nur eins versprechen, ich werde nicht lügen. Das war genial.
Boris Nemtsov gewinnt die Wahlen und wird 1990 Deputierter des obersten Sowjets der Russischen Föderation. Im August desselben Jahres gibt es in Moskau einen Putsch gegen Michail Gorbatschow, der auf der Krim festgesetzt wird. Einige der höchsten Staatsfunktionäre wollen die Sowjetunion mit Gewalt zusammenhalten. Sie schicken Panzer in die Stadt. Gegen die Putschisten tritt der russische Präsident Boris Jelzin auf. Russland ist damals eine Teilrepublik der Sowjetunion. Die Moskauer verteidigen das Gebäude des obersten Sowjets. Boris Nemtsov und seine Frau Raisa sind zufällig in der Stadt. Boris ist sofort aufgesprungen und rannte ins Weiße Haus. Auch ich rannte zwischen Hotel und Weißem Haus hin und her. Ich machte mir große Sorgen, weil ich dachte, dass das schrecklich enden würde. So vergingen 3 Tage. Ich rannte immer hin und her. Und dann gab es diese letzte Kundgebung, als Jelzin dort auf der Tribüne stand und vom Volk begrüßt wurde. Auch Boris war dort, auf dieser Tribüne. Nach 3 Tagen werden die Putschisten festgenommen. Jelzin hat gesiegt. Er hat die Chance, ein freies, demokratisches Russland aufzubauen. Die Sowjetunion existiert nur noch wenige Monate. Jelzin braucht nun Leute, auf die er sich verlassen kann. So ernennt er Boris Nemtsov zum Gouverneur von Nischni Nowgorod. Ich vertraue ihm. Er geht seinen demokratischen Weg. Ich bin fest von seinem Denkvermögen, seinem Pflichtbewusstsein und seinem Engagement überzeugt. Ich habe keine Zweifel. Der 32-jährige Boris Nemtsov ist 1991 der jüngste Politiker des Landes und der erste Gouverneur Russlands. Das war eigentlich eine erstaunliche Sache. Die Bestellung von Nemtsov zum Gouverneur, wirklich erstaunlich. Ein Kerl ohne Background. Er war Politiker, Demokrat, er war von dort, aber dennoch. Ein Gebiet mit 3,5 Millionen Einwohnern wurde ihm aufgebürdet. Russland erlebt 1992 eine schwere Wirtschaftskrise. Leere Regale in den Geschäften, Betriebspleiten und ausbleibende Löhne. Die Menschen gehen wütend auf die Straße. Diese Gesellschaftsordnung ist nicht effektiv, irgendwie absolut realitätsfremd. Sie gehört schon der Vergangenheit an. Er wusste schon, was zu tun war. Die Stadt öffnen, Ausländer reinholen, die Privatisierung einleiten. Dabei musste man sich freilich überlegen, wie man die Preisliberalisierung durchführt. Wir werden unangenehme Maßnahmen ergreifen müssen. Wir werden auf Probleme mit der Lebensmittelversorgung stoßen, auf rasante Preissteigerungen, die im Übrigen schon begonnen haben, und möglicherweise auf Arbeitslosigkeit. Der junge Gouverneur versteckt sich nicht. Er trifft sich mit einfachen Leuten und überzeugt sie von den nötigen Reformen. Und er holt den bekanntesten Ökonomen Russlands nach Nischni Nowgorod, Grigori Jawlinski. Unsere Aufgabe war es damals herauszufinden, wie man unter solchen Bedingungen den Druck auf die Bevölkerung abschwächt und dennoch die Voraussetzungen schafft für den Aufbau einer freien Marktwirtschaft. Wir kauften sehr viel Erdöl und lagerten es ein. Dann stiegen die Erdölpreise an. Nun waren wir abgesichert. Wir hatten da eine ganze Reihe solcher Maßnahmen, zum Beispiel Kleinprivatisierungen, die sonst niemand durchführen wollte. Aber wir haben es dort versucht. Wir wollten Laster, Kleintransporter und Busse verkaufen, um die Privatwirtschaft zu entwickeln. Zum ersten Mal in der ganzen ehemaligen Sowjetunion dürfen nun in Nischni Nowgorod Privatpersonen Lastwagen und Busse kaufen. Auf eigens dafür veranstalteten Auktionen. 1994 beginnt das Automobilwerk in Nischni Nowgorod mit der Herstellung eines Kleintransporters. Zu Ehren von Boris Jelzin wird der Wagen Gaziel genannt. Gas ist der Name des Werkes. Jel, die ersten Buchstaben des Präsidentennamens. Der preiswerte Transporter wird zum absoluten Verkaufsschlager. In
Laut den Gesetzen der freien Marktwirtschaft müssten wir nach dem Motto handeln, wir machen aus Nischni Nowgorod das russische Detroit. Boris Nemtsov sieht seine Aufgabe auch darin, ausländische Investoren in seine Region zu holen, sie bekannt zu machen durch Politikerbesuche und Kulturevents. Nach Nizhny Novgorod kommt der britische Premier John Major. Besonders herzlich aber wird eine seiner Vorgängerinnen empfangen, Margaret Thatcher. Boris Nemtsov führt sie durch die Stadt und auch durch die inzwischen wieder vollen Geschäfte. Auch das Moskauer Kinofestival macht Station in Nizhny Novgorod und mit ihm internationale Stars. My name is Boris Nemtsov. My name is Richard Gere. Yeah. 1993 erlebt Moskau den zweiten Putsch, diesmal gegen Jelzin. Das kommunistisch dominierte Parlament versucht, den Präsidenten abzusetzen. Panzer fahren in die Stadt. Soldaten stürmen das sogenannte Weiße Haus. Jelzin bleibt im Amt und sorgt für eine neue Verfassung, die dem Präsidenten außerordentlich große Macht einräumt. Boris Nemtsov unterstützt den Präsidenten. Und dann kam der Sommer 1994. Der Präsident kam und nahm Nemtsov mit auf sein Motorschiff Rossiya. Nemtsov kam in einem katastrophalen Zustand zurück. Er vertrug keinen Alkohol. Es fiel ihm schwer, diese Mengen von Alkohol zu trinken. Aber er konnte doch dem Präsidenten nicht Nein sagen. Damals habe ich ihn zu Boris befragt und dazu, wie er die Reformen in Nizhny Novgorod einschätzt. Da sagt er, ja, es ist für ihn an der Zeit, auf das Präsidentenamt hinzuarbeiten. Er hat sich so entwickelt, dass er das Präsidentenamt anstreben kann. Jelzin selbst kann das Land kaum noch regieren. Eine ganze Republik entgleitet der Kontrolle des Kremls. In Tschetschenien fordert Präsident Dudajew die Unabhängigkeit. Moskau schickt Truppen nach Tschetschenien. Aber Nemtsov ist gegen den Krieg im Kaukasus. Von Anfang des Krieges an befand er sich in einer verzwickten Lage. Er war gegen den Krieg. Aber als Verwaltungschef einer wichtigen Region, aus der viele junge Männer in den Krieg zogen, war er für die Entsendung der Soldaten verantwortlich. Und er musste mit den Eltern sprechen, deren Söhne in Särgen zurückkamen. Und es waren viele Särge. Wir können es nicht zulassen, dass in Russland Särge ankommen. Zinksärge mit unseren Kindern, mit unseren Brüdern. Ich bin der Meinung, dass man eine Blockade verhängen muss, um den organisierten, bewaffneten Banden das Handwerk zu legen, damit sich dieses Krebsgeschwür des Banditentums nicht über das ganze Land verbreitet. Der zweijährige Feldzug fordert hohe Verluste. Nach offiziellen Angaben starben in Tschetschenien etwa 6000 russische Soldaten. Und er stellte sich auf den Standpunkt, man müsse verzeihen, um das zu beenden. Dort werden Menschen umgebracht. Wie kann man so etwas verzeihen? In Budionowsk hat Basajew Dutzende von Menschen umgebracht, im Kaukasus Tausende. Aber Nemtsov meint, nein, nein, ein Krieg ist schlecht. Wer sagte, dass der Krieg gut ist? Aber man muss ihn durch die Vernichtung der Rebellen und Banditen beenden. Nemtsov wollte sich nur einen Namen machen. 1995 gab es eine Fernsehdebatte zwischen Boris Nemtsov und dem Rechtsaußen Wladimir Schirinowski über die militärischen Operationen in Tschetschenien.
Die Sendung endete mit einem Skandal, der viele Jahre in Erinnerung blieb. Und in diesem Moment, als die Zerstörung durch den Krieg begann, sich im ganzen Land auszubreiten, was machte Nemzow? Ungeachtet dessen, dass er offiziell und inoffiziell als Nachfolger von Boris Jelzin galt, sammelte er einen Kleinlaster voll Unterschriften. Boris Nemzow brachte 1 Million Unterschriften für die Beendigung des Krieges. Ich sagte dem Präsidenten, dass im Gebiet Nizhny Novgorod 1 Million Unterschriften gesammelt wurden. Er sagte, dass er versteht, wie wichtig diese Unterschriften sind und dass er all seine Kräfte einsetzen würde, um den Krieg zu beenden. Ich weiß noch, wie Jelzin damals auf diese Unterschriften reagierte. Er sagte, das ist Nemzows Populismus. Kurz vor den Präsidentenwahlen 1996 beginnen Friedensverhandlungen. Und Boris Jelzin nimmt dafür den entschiedenen Kriegsgegner Boris Nemzow mit nach Tschetschenien. Im August unterschreiben Russland und Tschetschenien eine Friedensvereinbarung. Noch vertraut der russische Präsident Nemzow. Er war überhaupt ein Symbol der damaligen Zeit. Er war total aufgeschlossen. Und so blieb er übrigens sein Leben lang. Er sprühte vor Energie und Freiheitswillen. Er genoss diese Freiheit über alle Maßen, in all ihren Erscheinungsformen. Und dann war er wahnsinnig charmant und sehr gut aussehend, energisch, ungestüm, wenn man so sagen darf. Er war einfach wunderbar. '96 wird das Land von einer weiteren schweren Wirtschaftskrise heimgesucht. Außerdem haben die Kommunisten die Mehrheit im Parlament. Niemand glaubt, dass Jelzin die bevorstehenden Präsidentschaftswahlen gewinnen kann. Ein halbes Jahr vor den Wahlen erreicht Jelzin bei Umfragen kaum mehr als 6% der Stimmen. Trotzdem tritt er an und Boris Nemzow unterstützt ihn. In aller Regel stimmt unser Gebiet und erst recht die Stadt Nizhny Novgorod demokratischer ab als der Rest Russlands. Um aber die Chancen bei diesen Präsidentschaftswahlen zu verbessern, braucht es einen kolossalen Kraftakt. Und nicht nur von den Amtsträgern, sondern auch von den Menschen, für die Russland einen hohen Wert hat. Alle Kräfte werden nun auf den Wahlkampf konzentriert. Jelzin trifft sich mit dem Volk, reist in die Provinz und ist sich auch sonst für nichts zu schade. So etwas haben die russischen Wähler noch nie gesehen. Das Ergebnis der einzigartigen Jelzin-Kampagne: er gewinnt und erleidet seinen 5. Herzinfarkt. Durch Jelzins Sieg bei den Präsidentschaftswahlen kann sich die Situation im Land nicht verbessern. Wegen der fallenden Ölpreise fehlt im Haushalt das Geld, um Gehälter zu zahlen. Reformen sind nötig, aber denen, die sie bisher verantworteten, traut das Volk nicht mehr. Und so steigt die Popularität Boris Nemzows. Das neue Gesicht der Politik ist bereits weit über sein Gebiet hinaus bekannt. Leben Sie lang und bleiben Sie gesund. Seien Sie erfolgreich, immer und überall. Und schon kursieren Gerüchte, dass Nemzow in die Regierung berufen werden soll. Boris genoss große Popularität. Die Regierung dagegen gar keine. Wir haben besprochen, dass er nur als Premier dorthin geht, um etwas verändern zu können. Wenn er Vizepremier wird, frisst man ihn dort auf. Nemzow geht nach Moskau und wird zum stellvertretenden Ministerpräsidenten. Boris Jelzins Tochter Tatjana hatte ihn gebeten, ihrem Vater zu helfen. Und zur Überraschung aller stimmt er zu. In dieser Zeit sagte ich zu ihm: Boris, erklär mir bitte, wie es dazu kam. Was war die Idee dahinter? Du hast mir doch selbst mit Inbrunst versichert, dass das eine absolut sinnlose Angelegenheit ist. Aber das war eben Boris, wie er leibt und lebt. Er sagte zu mir: Verstehst du,
Tanja ist zu mir gekommen. Sie kam zu mir ins Arbeitszimmer und weinte und sagte, wie schwer es für ihren Vater ist und dass er Hilfe braucht, dass es ihm schlecht geht und dass er es ohne die Unterstützung zuverlässiger und anständiger Menschen nicht schafft. Was konnte ich da machen? Ich konnte ihr diese Bitte doch nicht abschlagen. Sie hat mir so leid getan. So war das. Aber gerade diese menschlichen Momente haben bei ihm immer überwogen. Das ist für einen Politiker wahrscheinlich nicht gut, aber für einen Menschen, umso mehr für einen Freund, war das wunderbar. Die Regierung der jungen Reformer, so wird das im März 1997 gebildete Kabinett genannt. Die beiden Stellvertreter des Regierungschefs, Anatoli Tschubais, und das politische Talent der jetzt 37-jährige Boris Nemtsov. In der ersten Zeit konnte er nicht mal eine Wohnung bekommen. Er wohnte dann bei mir zu Hause. Er trug meine Hemden und bewohnte das Zimmer meiner älteren Tochter. Die zog dann zu ihrer kleinen Schwester ins Zimmer. Wir wohnten in einem ganz gewöhnlichen Haus aus der Stalinzeit, ohne Wachschutz, ohne Pförtner. Als Boris in Moskau den Posten des ersten Vizepremiers antreten sollte, war sein Gehalt im Vorfeld ausgehandelt. Als wir dort ankamen, war das Gehalt ganz anders als abgesprochen. Wir wohnten zunächst in einer Datsche, einem einfachen Wochenendhäuschen. Als ich die Rechnungen für die Miete bekam, sagte ich, Boris, wie soll ich diese Rechnungen bezahlen, wenn dein Gehalt so niedrig ist? Und so war ich gezwungen, mich mit Jelzins Tochter zu treffen und ihr zu sagen, Tatjana, wie stellen Sie sich das vor? Wie soll ich diese Rechnungen bezahlen? Sogar für eine einfache Datsche reicht das Geld nicht. Schlagen Sie uns gleich vor, Schmiergelder zu kassieren? Ich glaube, danach wurde das Gehalt angehoben. Nach dem Präsidenten und dem Premierminister ist Boris Nemtsov die dritte Person im Staat. Aber was bedeutet das für die gesellschaftliche Stellung seiner Frau, der dritten Dame des Landes? Sie wollen wissen, warum ich zu keinem Empfang gegangen bin? Ich hatte einfach nichts zum Anziehen, keine Ausgekleidung. Und die Damen waren dort sehr festlich gekleidet. Als ich mal nach Japan zu einem offiziellen Besuch musste, habe ich mir die ganze Garderobe bei einer Freundin geliehen. So war das damals. In der Regierung hat Boris Nemtsov weitreichende Vollmachten. Er ist für Reformen in fast allen Bereichen der Wirtschaft verantwortlich. Die Bedingungen waren folgende. Die Erdölpreise schwankten damals um $12 je Barrel. Angestellte im öffentlichen Dienst hatten seit ca. 3 Monaten kein Gehalt mehr bekommen. Das gleiche galt für Rentner. Aus diesem Grund wurde eine Art Kamikaze-Regierung aus Leuten gebildet, die dazu bereit waren, unter diesen schwierigen Voraussetzungen ihre politische Zukunft und ihre Karrieren zu opfern, um diese Reformen durchzusetzen. Na, was ist, Boris Jefimowitsch? Eine sehr interessante Variante. Eine sehr gefährliche. Sie sind 2 junge Männer in der Regierung, Sie und Tschubais. Und Sie werden ein genauso frisches, junges Team bilden. Die Hauptaufgabe der Regierung, die Privatisierung in einer zivilisierten Form zu verwirklichen. Der Verkauf staatlicher Vermögenswerte nicht an Personen, mit denen das im Voraus vereinbart wurde, sondern an die Meistbietenden. Nemtsov nennt es den Kampf des Staatskapitalismus gegen den Kapitalismus der Banditen. Ausschreibungen für den Kauf von Waren und Dienstleistungen vom Staat. Das ist eine Idee Nemtsovs. Er verlangt von den Vertretern der Ministerien schnelle Arbeit und völlige Transparenz. Ich möchte Ihnen feierlich verkünden, ich werde Sie nicht in Ruhe lassen. Wir werden uns monatlich treffen, bis alles wie ein Uhrwerk funktioniert. Bereiten Sie sich darauf vor. Mehrere prominente Geschäftsleute, die finanzielle Unterstützung für Jelzins Wahl geleistet hatten, erhalten von ihm einen beträchtlichen Teil des staatlichen Eigentums. Milliardäre wie Boris Berezovsky und Wladimir Gusinski haben einen enormen Einfluss auf den Präsidenten. Boris
hat im Grunde damals den Begriff Oligarchen in die politische Sprache eingeführt. Das sind Geschäftsleute, die der Staatsmacht und den Beamten nahestehen und die sich Macht erkaufen. Die Beamte kaufen und die mit der Kraft ihres Geldes Einfluss auf politische Entscheidungen ausüben. Und Boris nahm den Kampf mit ihnen auf. Forderungen der 90er Jahre nach Transparenz und Offenheit sind im zentralen russischen Fernsehen heute nicht mehr zu sehen. Wenn das System so arbeitet, wie es jetzt arbeitet, dann ist es so, dass Sie, wenn Sie einem Oligarchen den Kopf abschlagen, zwei Köpfe von zwei Oligarchen erhalten. Darum brauchen wir Transparenz und klare einheitliche Regeln. Diese Regeln müssen für alle gelten, ausnahmslos. Dabei muss jeder, die Presse, die Opposition und die Machthaber, darüber im Bilde sein, was vonstatten geht. Die Oligarchen Beresowski und Kusinski vertraten damals, bis Putin mit ihnen die Verhältnisse geklärt hatte, die Meinung, dass die Regierung den Geschäftsleuten zu gehorchen hat. Als wir ihnen dann sagten, dass das so mit uns nicht läuft, erwiderten sie, dann setzen wir euch ab und besetzen die Posten mit denen, die machen, was wir sagen. Die Korruption bei Gazprom war damals wie heute immens hoch. Man handelte dort mit allem. Man führte zum Beispiel Wodka und Fahrzeuge ohne Zollgebühren ein. Gazprom ist ein Unternehmen, das wie ein Staat im Staate funktioniert. Und genau das versuchte Boris zu bekämpfen. Und im Großen und Ganzen hat er damals, natürlich mit Hilfe von Boris Jelzin, einen kurzzeitigen Sieg errungen. Gazprom muss schließlich einige Milliarden Dollar Steuerschulden an den Staat zahlen. Allerdings ist man im Konzern alles andere als begeistert von Nemtsov. Aber das spornt ihn nur noch mehr an. Das ist einerseits Romantismus, aber gleichzeitig Populismus. Das heißt, wenn einer von uns auf eine Idee kam, wurde diese sofort öffentlich gemacht. Ohne jegliche Abstimmung mit Regierungsmitgliedern. Somit eine Verletzung der Rangordnung im Weißen Haus. Dann verlor Boris etwas den Überblick. Er begann, alles gleichzeitig zu machen, führte nie etwas zu Ende. Und vor allen Dingen schloss er niemals Vereinbarungen, mit niemandem. Russland ist ein Land der Vereinbarungen. Hier gelten keine Regeln. Auch in der Zeit von Jelzin galten keine Gesetze. Boris Nemtsov ist nicht bereit, mit den Oligarchen Kompromisse zu schließen. Daraufhin fangen die an, Nemtsov in den von ihnen kontrollierten Medien offen zu diskreditieren. Im Sommer 1998 liegt die russische Wirtschaft wieder einmal in Trümmern. Die Bergleute streiken, weil ihre Gehälter nicht gezahlt werden. Verbessert hat sich nur die Lage der Oligarchen in der Nähe des Präsidenten. Jelzins Wirtschaftsreformen enden mit einem Misserfolg. Innerhalb eines Jahres hat er zwei Regierungen in den Ruhestand geschickt. Russland erlebt eine weitere Inflation. Der Rubel ist nur noch 30 Kopeken wert. Boris Nemtsov bleibt noch für kurze Zeit stellvertretender Ministerpräsident. Dann tritt er freiwillig zurück. Борис Николаевич, мне кажется, в силу того, что Ich glaube, dass Boris Jelzin Nemtsov einfach geopfert hat. In der Hoffnung, damit seine eigene Macht zu retten. So einfach ist das. Und in diesem Punkt war er als Politiker wesentlich rationaler, pragmatischer und erfolgreicher als Boris Jefimowitsch Nemtsov. 54% Zustimmung für Boris Nemtsov auf dem Höhepunkt seiner Popularität. Jetzt, ein Jahr später, halten ihn nicht mehr als 7% der Wähler für einen guten Politiker. Es war eine schwierige Zeit für Boris, denn es zeichnete sich ab, dass er nicht zum Nachfolger von Jelzin werden würde. Werte russische Bürger, soeben habe ich beschlossen, die Person zu benennen, die meiner Ansicht nach fähig ist, diejenigen um sich zu scharen, denen es im neuen 21. Jahrhundert obliegt, Neuerungen im großen Russland durchzusetzen. Es handelt sich um den Sekretär des Sicherheitsrates.
den Direktor des Inlandsgeheimdienstes Russlands, FSB. Wladimir Wladimirovich Putin. Er genießt mein vollstes Vertrauen. Als Boris Jelzin im August 1999 den neuen Premierminister in sein Amt einführt, erfährt Russland erstmals von der Existenz Wladimir Putins. Vorher war der Geheimdienstmann aus St. Petersburg, wie in seiner Branche üblich, weitgehend unsichtbar geblieben. Zur gleichen Zeit verschwinden die im ganzen Land bekannten jungen Reformer, unter ihnen Boris Nemtsov, von den TV-Bildschirmen. Sie sind politisch tot, entscheidet der Kreml. Na, wer sind wir denn? Politische Leichen? Aber dann fiel uns ein, dass wir an Jelzin glauben. Und wenn wir an Jelzin glauben und er beschloss, dass Putin als Premier benötigt und wirksam wird, na dann los, Herrschaften, dann wählen wir Putin zum Präsidenten. Womöglich können wir uns dann auch durchmogeln. Das war zynisch. Aber für Romantik ist in der Politik nun mal kein Platz. Als Putin an die Macht kommt, beginnt der zweite Tschetschenienkrieg. In der russischen Hauptstadt gibt es terroristische Attacken. Zwei Wohnhäuser am Stadtrand explodieren und ein Fußgängertunnel im Zentrum von Moskau. Die Aktionen der russischen Armee in Tschetschenien und der harte Kurs des Ministerpräsidenten werden nachdrücklich unterstützt von der Partei Nemtsovs. Ein paar Monate vor den Parlamentswahlen einigen sich zwei reformorientierte Milliardäre über die Wahlkampffinanzierung für Nemtsov. Michail Khodorkovsky und Michael Friedman. Boris war ein Mensch, von dem man genau wusste, dass er auf seinem Posten als Gouverneur nie im Leben Schmiergelder angenommen hat. Er stand völlig aufrichtig hinter den liberalen und marktwirtschaftlichen Werten. Wir zählen auf alle selbstständig denkenden Menschen. Wir zählen besonders auf die Frauen, das muss ich zugeben. Wir zählen auf die klugen Leute. Gleichzeitig wollten wir junge Leute gewinnen. Wir sind durch ganz Russland gereist. Es wurde Geld für Rockkonzerte ausgegeben. Ich trat mit Boris als Tänzer auf. Wir riefen den Leuten von der Bühne zu: Freunde, wir lieben die Freiheit. Wir wollen Freiheit für Russland. Naja, wir haben für ganz schön viel Aufregung gesorgt. Die Union der rechten Kräfte und ihr wichtigster Politiker werden in die Staatsduma gewählt. Boris Nemtsov ist zurück in der großen Politik. Ich lege mein Amt nieder. Ich habe alles getan, was ich konnte. Boris Jelzin ist jetzt 68 Jahre alt, Wladimir Putin ist 47. Im Januar 2000 bekommt der Kreml einen neuen Hausherrn. Putin ist nun Präsident. Er strotzt vor Gesundheit und er zeigt es dem Land und der Welt. Er steuert Militärflugzeuge, posiert auf der Judo-Matte und zeigt sich auf Skiern. Der Beschluss ist gefasst. Die Union der rechten Kräfte unterstützt Wladimir Putin bei den Präsidentschaftswahlen in der ersten und zweiten Runde. Ich enthielt mich der Stimme wie Hakamada. Solange der Präsidentschaftskandidat kein Programm hat, und er hat bis jetzt keins, wäre es verfrüht, von einer Unterstützung zu sprechen. Auch ohne klares Programm, Putin gewinnt 52% der Stimmen schon im ersten Wahlgang. Als Putin zum Präsident und Nemtsov zum Fraktionsführer wurden, begannen sie sich zu treffen. Sie duzten sich und besprachen alles Mögliche. Sogar ihren Lebensstil, das Privatleben. Boris erzählte uns dann verschiedene Anekdoten über seine Gespräche mit Putin. Wir lachten uns kaputt. Keiner nahm Putin ernst. Sie hielten ihn für ein Weichei. Sie dachten, er wäre leicht zu steuern. Sie verstanden damals nicht, dass sie eine absolut tragische Wahl getroffen hatten. Sie waren absolut davon überzeugt, das alles unter Kontrolle zu haben. Wer glaubt, dass die Union der rechten Kräfte zum Schoßhund des Kreml wird, der irrt gewaltig. Wenn der Kreml Dummheiten macht, werden wir dagegen vorgehen.
Tschetschenien im Jahr 2001. Der Krieg geht weiter. Militante Separatisten wollen sich nicht der neuen Führung der Republik unter Ahmad Kadyrov unterordnen. Der ehemalige Mufti Kadyrov ist ein Schützling des Kreml. Der Präsident ernennt ihn zum Chef der tschetschenischen Verwaltung. In Wirklichkeit aber werden alle Entscheidungen von Wladimir Putin getroffen. Oktober 2002. Tschetschenische Bewaffnete besetzen das Moskauer Theater, in dem das populäre Musical Nordost aufgeführt wird. 40 Terroristen stürmen den Saal während der Vorstellung. 900 Menschen werden als Geiseln genommen, unter ihnen Familien mit kleinen Kindern. Klärt eure Probleme, wie ihr wollt, aber lasst die Kinder frei. Die Terroristen fordern den Abzug der russischen Truppen aus Tschetschenien. Unter denen, mit denen die Terroristen sprechen wollen, sind Irina Khakamada, Boris Nemtsov und der populäre russische Sänger Josef Kobzon. Aber Boris Nemtsov wird von den Sicherheitskräften nicht hineingelassen. Er wurde von der Einsatzleitung angerufen. Man sagte ihm, dass oben die Meinung herrscht, dass er dort nicht reingehen soll. Also bitte keine Eigeninitiative. Wir leiten hier das Einsatzkommando gegen die Terroraktion, deswegen tun Sie bitte ohne Diskussion das, was wir von Ihnen verlangen. Drehen Sie sich um und gehen Sie zurück. Wäre er da reingegangen, wäre er nachher im Land beliebter gewesen als Putin. Am Ende des dritten Tages kommen die Verhandlungen mit den Terroristen zum Stillstand. Putin befiehlt den Einsatz von Spezialeinheiten, um die Geiseln zu befreien. In dem Gebäude wird militärisches Betäubungsgas in die Lüftungsanlagen gepumpt. Dann startet der Angriff. Nach dem Einsatz sind nach offiziellen Angaben 130 Geiseln tot, nach inoffiziellen mehr als 170. Warum gab es dort keine Militärärzte? Warum wurden die Menschen nicht in Militärkrankenhäuser gebracht? Wer kennt Gaskampfmittel und das Gegengift? Militärärzte natürlich. Die Menschen, die dort rauskamen, mehr tot als lebendig, mussten in Busse einsteigen und dort lange warten. Augenzeugen zufolge waren sie noch am Leben, als sie in die Busse einstiegen, und als sie rausgebracht wurden, waren sie tot. Das waren richtig gehend Todesbusse. Nun fordern wir, dass in dieser Sache ermittelt wird. Warum so viele Menschen gestorben sind, erfährt niemand. Die Behörden tun alles, um die Katastrophe um Nordost schnell vergessen zu machen. Die zentralen Sender erhalten den Auftrag aus dem Kreml, nicht an die Opfer des Terrorangriffs zu erinnern. Nur zwei Wochen nach den tragischen Ereignissen findet auf Anordnung Putins der Kongress der Völker Tschetscheniens statt. In Gudermes, der Heimatstadt des Kreml-Schützlings Ahmad Kadyrov. Boris Nemtsov reist dorthin als Vertreter der Opposition. Er verurteilt die aggressive Politik Russlands. Dann wurde im Saal ein missbilligendes Stimmengewirr laut. Als wir während einer Pause zum Ausgang gingen, begann ein junger Mann mit Nemtsov zu diskutieren. Sehr scharf. Mir wurde gesagt, es sei Ramzan, der Sohn von Kadyrov. Ich habe es selbst gesehen, es war ein sehr aggressives Gespräch. Boris antwortete ihm. Er hatte ein rasches Mundwerk, wenn er verbal angegriffen wurde. Den genauen Inhalt habe ich nicht gehört. Andere Meinungen, alternative Positionen, Chancen für Dialog und andere Erscheinungsformen der Demokratie, das beunruhigt nicht nur tschetschenische Machthaber, auch den Kreml selbst. Dies wird im Jahr 2003 besonders deutlich. Ich bedauere, was passiert ist. Alles, was in unserem Land passiert ist. Auch, dass sich alles ins Gegenteil verkehrt hat. Ich habe einfach nicht erwartet, dass es zu solchen Veränderungen kommt. Das Tempo der Reformen verlangsamte sich ab 2003. Auch ich bekam immer mehr Meinungsverschiedenheiten mit Putin. Und es ging mit den Vorbereitungen zu den Wahlen in die Staatsduma 2003 los. Putins Partei Einiges Russland hat ganz einfache Thesen. Es lebe Wladimir Wladimirowitsch Putin. Das ist im Grunde genommen ihr ganzes Programm. Die Putin-Partei Einiges Russland hat im Volksmund längst den Namen Partei der Gauner und Diebe.
Und dank der Propaganda des Kremls in den Massenmedien hat sie bei den Wahlen 2003 einen riesigen, unfairen Vorteil. Für ein Land, in dem man gut und ohne Scham leben kann. Unter dieser Losung tritt die Union der rechten Kräfte von Boris Nemtsov bei den Wahlen an. Unterstützt auch von einigen sehr reichen Leuten. Ich sagte ihm direkt: Boris, ich bin bereit, die Union der rechten Kräfte zu unterstützen. Aber ich bin nicht bereit, ein sogenannter Hauptsponsor zu sein. Er sagte: Oh, das ist schön. Das passt uns wunderbar, denn wir wollen nicht, dass unsere Partei irgendeinen Hauptsponsor hat. Unser Wunsch ist es, dass verschiedene Leute uns auf unterschiedliche Art und Weise unterstützen. Na, das ist wunderbar. Mitten im Wahlkampf ordnet Präsident Putin die Verhaftung des reichsten Mannes Russlands an. Der Eigentümer des Ölkonzerns Yukos, Michail Khodorkovsky, wird wie ein Verbrecher abgeführt. Was für ein Signal gibt der Kreml? Er gibt das Folgende: Wenn ihr eine eigenständige und eine von uns abweichende Position einnehmt, werden wir euch ins Gefängnis sperren. Der künftige Mitkämpfer Nemtsovs, Wladimir Ryschkow, gehört 2003 keiner Partei an. Den Wahlkampf der Opposition beobachtet er aber sehr genau. Sie haben die Wahlkampagne als eine Partei angefangen, die mit der Regierung zusammenarbeitete. Und ungefähr einen Monat vorm Ende der Kampagne beschlossen sie aus einem unbestimmten Grund, ihre ganze Rhetorik auf die Kritik an Putin auszurichten. Dadurch haben sie eine große Anzahl von den eigenen Wählern abgeschreckt, die zu diesem Zeitpunkt hinter Putin standen. Es entstand der Eindruck, dass sie alle Fehler machten, die man nur machen konnte. Dieses Wahlvideo zeigt das sehr gut. Es läuft auf den städtischen Videobildschirmen und auch im Fernsehen. Wir haben ein festes Fundament. Aber das Wichtigste, wir sind uns sicher, dass wir uns in die richtige Richtung bewegen. Es wurde der berühmte Werbespot aufgenommen, wo sie in einem prächtigen Gulfstream Superjet fliegen. Mit Sofas aus weißem Leder. Ich weiß nicht von welchem Tier, aber es war zu sehen, dass es sehr teuer war. So, und diese Teufelskerle sitzen auf dem weißen Sofa und sagen irgendwas in der Art: Wählt uns. Also komplett idiotisch. Wir sind für die Armen, wir sind für die Russen. Na klar, für die Armen. Das ist die Mehrheit im Land, auch die Russen sind die Mehrheit. Und Nemtsov? Für wen bist du, Nemtsov? Das ist völlig unklar. Es gibt eine Partei, aber keine Wähler. Guten Tag. Und wo ist meine Tochter? Sie wählt übrigens zum ersten Mal. Es besteht eine ernsthafte Gefahr für die Freiheit Russlands, für die Demokratie. Und es ist äußerst wichtig, dass die Menschen, denen ihre Unabhängigkeit wichtig ist, ihre Zukunft und die ihrer Kinder tatsächlich wählen gehen. Fast 23 Millionen Menschen stimmen für die Partei Putins. Die überwiegende Mehrheit. Für die Union der rechten Kräfte stimmen nur 2 Millionen. Zu wenig, um ins Parlament einzuziehen. Das ist eine vernichtende Niederlage. Er hat doch seit 1990 keine Wahl verloren. Das heißt, 13 Jahre lang war er jemand. Er war Gouverneur, dann stellvertretender Vizepremier, danach Fraktionsvorsitzender und so weiter und so fort. Und dann 2003 war er einfach nur Boris Nemtsov. Boris war psychisch sehr gefestigt, weil er de facto nie verzweifelte. Er war immer gut drauf. Er hatte immer eine Menge Hobbys. Ihm wurde nie langweilig. 2004, Sotschi. Die Stadt, in der Boris Nemtsov geboren wurde. Er ist mit seiner Tochter für ein Wochenende hierher gekommen, für eine TV-Sendung über berühmte Leute und ihr Privatleben. Nemtsov ist kein Politiker mehr, er arbeitet als Manager in einem Ölkonzern. Dank Wladimir Wladimirovich haben wir im Lande nur einen Politiker. Und man kennt sogar seinen Namen. Alle anderen können jetzt ein paar Jahre in aller Ruhe Geld verdienen. Business ist nicht sein Ding. Es macht ihm keinen Spaß, Geld zu verdienen. Also als Erwerbsprozess macht ihm das keinen Spaß. Irgendwie ist er anders. Nun ja, ein außergewöhnlicher Mensch. So ein richtiger Rebell. Immer gefällt ihm irgendetwas nicht. Er passt sich nicht an. Er geht seinen eigenen Weg. Boris ist ein fröhlicher,
Ein freiheitsliebender Mensch. Offen wie ein Glas Champagner. Er hat niemals, soweit ich weiß, irgendeinen Wachschutz in Anspruch genommen. Und er ging immer in die Menschenmenge. Er war allzu, ich weiß nicht, ob man das sagen kann, ein allzu freiheitsliebender Mensch. Ich habe den Eindruck, dass er einfach zum Windsurfen gefahren ist, dass er gleich zurückkommt und wir uns wiedersehen. Das heißt, ich kann über ihn nicht in der Vergangenheit reden. Unser Kontakt kam über den Sport zustande. Wir trafen uns in der Sporthalle und dann stellte sich heraus, dass wir eine und dieselbe Leidenschaft teilen, Wassersport. Und dann haben wir noch eine gemeinsame Leidenschaft, Frauen. Wir waren eigentlich keine Konkurrenten. Wir besprachen eher, wer von uns mehr Liebschaften hatte. Er hatte andere Frauen, aber das hat er sorgfältig verheimlicht. Aber ich hatte da keine Illusion. Ja, man darf anfassen. Fassen Sie an. Das ist meine Tochter. Hier. Sie denken wohl, das ist meine neue Freundin? In ein paar Jahren könnte man so richtig in die Politik zurückkehren. Aber vorher muss ich Geld verdienen. Irgendwie muss man ja die Kinder großziehen, stimmt's? 2004 wird bekannt, dass Boris Nemtsov eine zweite Familie hat. Den Sohn Anton, die Tochter Dina und ihre Mutter, die Fernsehmoderatorin Jekaterina Ordinsova. Nemtsov hat nie mit ihnen zusammengelebt, aber er hat immer für sie gesorgt. Es ist mir nicht gelungen, bei ihm zu bleiben, in dem Wissen, dass er noch eine Familie hat. Ich habe es versucht. Noch ein halbes Jahr haben wir damit gelebt. Danach habe ich doch beschlossen, dass ich nicht mehr mitmache. Das war meine Initiative. Ich habe das mit Jana besprochen. Genau genommen hat Jana das mit mir besprochen. Und wir haben beschlossen, dass wir getrennt leben sollten. Meine Eltern haben ein sehr gutes Verhältnis behalten. Sie haben sich erst vor 3 Jahren scheiden lassen. Aber sie blieben in Kontakt und wir trafen uns weiter auf Feierlichkeiten. Zwischendurch gab es eine Zeit, in der er hätte heiraten können. Dennoch hat er es nicht getan. Ich hätte mit Vergnügen behauptet, dass er einfach meine Mutter zu sehr liebte und deswegen nur sie geheiratet hat. Und alle nachfolgenden Frauen hat er nicht geliebt. Ich werde das nicht behaupten, obwohl ich das sehr gerne so sagen würde. Ich habe versucht, einen neuen Lebensgefährten zu finden, aber es ist mir nicht gelungen. Mit Boris war es sehr leicht, verstehen Sie? Lustig und leicht, nie langweilig. Und überhaupt fühlte ich mich, warum auch immer, geborgen. Ich weiß nicht warum, aber dieses Gefühl der Geborgenheit hatte ich immer bei ihm. Die orangefarbene Revolution in Kiew 2004. Der Aufstand beginnt als Reaktion auf die offensichtliche Fälschung der Präsidentschaftswahlen. Die Proteste dauern fast 2 Monate. Am Ende kann der Verlierer Viktor Juschtschenko die Gerechtigkeit wiederherstellen und er wird der Präsident der Ukraine. Für alle unerwartet, Boris Nemtsov kommt nach Kiew, um die Revolutionäre zu unterstützen. Er hat gesehen, dass in ähnlichen Gesellschaften wie der unsrigen Dinge dieser Art möglich sind. Und er war der Meinung, dass man das auch in Russland machen kann. Das hat ihn wirklich verändert. Er war vom Pathos der Revolution ergriffen. Die Opposition ist keine Menstruation. Sie muss jeden Tag sein und nicht nur einmal im Monat. Nemtsov trifft sich nun regelmäßig mit Wladimir Bukowski. Der in den 70er Jahren aus der Sowjetunion ausgewiesene Dissident lebt in England. Aber Boris Nemtsov überredet ihn, am Parteitag der Union der rechten Kräfte 2005 teilzunehmen. Ich sagte ihm gleich, dass ich seine Partei, diese Union der rechten Kräfte, nicht verstehe und nicht anerkenne. Das ist irgendeine Missbildung. Wie kann man in der Opposition zur Regierung sein, aber nicht in einer Opposition zu Putin? Das ist mir völlig unklar. Er hat das übrigens verinnerlicht und wurde dann im Großen und Ganzen wesentlich radikaler. Im Jahr 2006 brechen Putins Umfragewerte alle Rekorde. Alles, was er tut, wird von den kremltreuen Medien in gewünschter Form dargeboten. Nur eine Zeitung wagt es überhaupt noch, den Machthaber zu kritisieren, die Novaya Gazeta.
Die Journalistin der Zeitung, Anna Politkovskaya, untersucht Korruption im Verteidigungsministerium und sammelt Zeugenberichte über illegale Praktiken der tschetschenischen Führung. Sie bereitet einen Bericht vor, in dem die tschetschenische Polizei beschuldigt wird, diejenigen einzuschüchtern, die gegen den Machthaber Ramzan Kadyrov sind. Am 7. Oktober 2006 wird Anna Politkovskaya im Zentrum von Moskau erschossen. Wenn wir ein Blatt Papier in zwei Spalten teilen, links schreiben wir Anna Politkovskaya, rechts Boris Nemtsov, dann werden wir die ungeheure Ähnlichkeit dieser Verbrechen erkennen. In beiden Fällen liegt ein Konflikt mit der Führung der Tschetschenischen Republik oder den Menschen, die der Führung nahestehen, vor. In beiden Fällen wurden die Straftäter festgenommen. In beiden Fällen sind Organisatoren bekannt oder so gut wie bekannt. Aber in beiden Fällen fehlen die Auftraggeber. Im Fall Politkovskaya hat man die Suche nach dem Auftraggeber einfach eingestellt. Für Boris Nemtsov ist der Tod Anna Politkovskayas wohl der Moment, an dem er dem Kreml gegenüber nicht mehr zu Kompromissen bereit ist. Er war mit dem Geschehen nicht mehr einverstanden. Er sah, dass sich alles in eine für seinen Charakter, für seine Natur, für sein Wesen absolut inakzeptable Richtung entwickelte. Er entschied sich für eine harte Opposition. Und Boris handelte, wenn er handelte, immer sehr emotional. Er ignorierte alle Grenzen. Es war absolut klar, dass, wenn ich den regelmäßigen Kontakt, den wir vor all diesen Ereignissen pflegten, bevor er sich entschied, diese harte Opposition gegenüber der Regierung einzunehmen, fortsetzte, wird es auf jeden Fall meinen Geschäften schaden. Und das kann ich mir nicht leisten. Ich habe Schuldgefühle deswegen. Obwohl ich das absolut, ich würde sagen, offen getan habe. Ich habe ihm das einfach gesagt und er hat das sehr gut verstanden. Als vor über einem Jahr Anna Politkovskaya ermordet wurde, sagte Putin, dass sie uns mit ihrem Tod einen größeren Schaden zugefügt hat als mit ihren Publikationen. Das war hart, das war zynisch. Russland ohne Putin. Mit dieser Losung ging die Opposition kurz vor den Parlamentswahlen 2007 zu ihren Demonstrationen. In den Jahren 2004 bis 2008 blühte Russland als Konsumparadies auf. Den Menschen ging es noch nie so gut. Damit erklären sich die fantastischen Ratings von Putin. In jedem Provinzstädtchen wurden Einkaufszentren errichtet. Wann hat man sowas gesehen? Jeder konnte sich einen Fernseher, einen Kühlschrank und sogar einen Gebrauchtwagen leisten. Und natürlich war die Opposition damals, ich eingeschlossen, eine absolute gesellschaftliche Randerscheinung. Zu unseren Treffen kamen 300, 400 Menschen, die wir alle persönlich kannten. Maria Ivanovna, guten Tag, Vassili Petrovich, guten Tag. Dabei wurden wir regelmäßig beim Marsch der Unzufriedenen mit Schlagstöcken verprügelt. Bei uns in Russland gibt es Millionen stolzer und freiheitsliebender Menschen. Es ist widerlich mit anzusehen, wie die speichelleckenden Beamten sich den nächsten Volksanführer zusammenbasteln. Sie müssen gestoppt werden. Nein zum Personenkult, nein zur Speichelleckerei, nein zur Korruption. Bei den Parlamentswahlen 2007 kommt die Union der rechten Kräfte nicht mal auf 1% der Stimmen. Am 2. März 2008 zeigt das russische Staatsfernsehen diese inszenierten Aufnahmen. Der ehemalige und der zukünftige Präsident schreiten Seite an Seite über den Roten Platz. Die Präsidentschaftswahlen haben stattgefunden. Und unser Kandidat, Dmitri Anatoljewitsch Medvedev, führt mit großem Vorsprung. People don't want to hear about democracy. Erinnern Sie sich, dass Herr Medvedev nicht gewählt, sondern ausgewählt wurde? Was antworten die Leute? Ja, wissen wir. Na und? Ich denke, meine wichtigste Aufgabe besteht in der weiteren Entwicklung der bürgerlichen und wirtschaftlichen Freiheiten.
So entstanden illusorische Hoffnungen auf eine mögliche Liberalisierung, weil Medvedev erklärt hatte, Freiheit ist besser als Unfreiheit und viele verschiedene andere Slogans, die sich nur als leere Worte erwiesen. Boris und ich sagten sofort, dass die Bürger das nicht glauben sollen. Das ist alles nur Schwindel. Das war eine schwere Zeit für die Opposition nach der Wahlniederlage. Jetzt haben wir den großen dominanten Putin, der den ganzen politischen Raum einnimmt. "2008. Die Farbe der Revolution in der Ukraine soll auch zum Symbol der neuen russischen Bewegung Solidarność werden. Orange für die Vereinigte Opposition. Und er führt die größte demokratische Koalition im modernen Russland, Boris Nemtsov. Die Gründung der Solidarność war ein Versuch, etwas Widerstand zu organisieren. Zumindest irgendetwas zu tun. Nemtsov schrieb einen Bericht. Putin die Ergebnisse. Die Solidarność veröffentlicht regelmäßig unabhängige Untersuchungen darüber, was im Land geschieht. Das ist eine Idee Nemtsovs. In der Medienzensur der einzige Weg, die Wahrheit zu sagen. Hier ist ein Zitat aus einem ersten Bericht. Putin, die Ergebnisse. Beamte stehlen Milliarden, aber sie sind nicht zu sehen. Die Besitzer großer Vermögen verstecken sich hinter den Rücken dutzender mächtiger Freunde von Präsident Putin. Nemtsov legt den Bericht über Korruption in Putins Russland bei internationalen Konferenzen aus, veröffentlicht ihn im Internet oder verteilt ihn selbst direkt auf der Straße. Die Berichte erscheinen in Millionenauflagen. 2009 beginnt Nemtsov eine neue Untersuchung. Er fährt nach Sotschi, um für das Amt des Bürgermeisters zu kandidieren. Er wurde in Sotschi geboren. Er hat seine Kindheit hier verbracht. Er liebte Sotschi. Er erzählte die Geschichte, wie er mit seiner Mutter an den Strand ging und seine ersten Worte sprach. Und diese Worte waren nicht Mama oder Papa. Der erste Satz, den er sagte, war: Die Sonne geht auf. Sotschi, die Stadt der Olympischen Winterspiele 2014. Das ist Putins Lieblingsprojekt. Deshalb ist die Bürgermeisterwahl im Jahr 2009 ein Ereignis von gesamtnationaler Bedeutung. Weder ich noch irgendjemand, noch Boris selbst, hatte Illusionen, dass es möglich ist, in Sotschi zu gewinnen. Zu dieser Zeit war Sotschi nach Moskau die vielleicht zweitwichtigste Stadt. Und mir scheint, dass gerade das wieder einmal seinen Kampfgeist zeigt. Er begriff, dass dies ein wichtiger Punkt ist. Es gab riesige Interessen des Kreml, der für die Olympischen Spiele enorme Summen bereitgestellt hatte. Also rein materielle Interessen des Putin-Clans. Dort war eine Menge Geld zu holen. Eine einzige Straße von Adler nach Krasnaya Poljana kostet mehr als 8 Milliarden Dollar. Das ist eine sehr kurze Straße, nur 45 Kilometer. Im Prinzip hätte man sie auch aus Gold machen können, so dick. 5 Millimeter. Der Preis wäre derselbe gewesen. Man hätte sie auch aus schwarzem Kaviar machen können. Den Bericht Sotschi, Olympische Spiele, mit allen Details der Korruption, veröffentlicht Boris Nemtsov 2 Wochen vor der Wahl. Offensichtlich war sein Ziel nicht der Sessel des Bürgermeisters. Er wollte die Aufmerksamkeit auf diese Stadt richten und das gelang ihm. Wir durften nicht ins Fernsehen. Ständig wurden Provokationen organisiert. Wir konnten nichts tun, außer endlosen Treffen mit den Wählern. Alle haben ihn erkannt. Überall hat es Massenaufläufe gegeben. Nemtsov kehrte in die nationale Politik zurück. Und das sehr offen, sehr ehrlich. Nicht über Kremlbüros, nicht über alte Bekannte in der Verwaltung. Nemtsov hat in der Tat die demokratischen Traditionen unseres Landes wiederbelebt. Und trotz der Tatsache, dass Nemtsov nicht Bürgermeister von Sotschi wurde, war das Ergebnis eher ein Sieg. Bei den Wahlen in Sotschi erhält Nemtsov 13,6% der Stimmen. Das ist erstaunlich, wenn man bedenkt, dass der Zugang zu den Medien für ihn verschlossen war. Gewinner wird der Beamte Pachomov. Der Kandidat der Putin-Partei Jedinaja Rossija.
2010. Boris Nemtsov hat von jetzt ab die besondere Aufmerksamkeit der Polizei. Die neue Form des Protestes ist die Strategie 31. Der 31. Artikel der russischen Verfassung garantiert die Versammlungsfreiheit, allerdings nur auf dem Papier. An jedem 31. eines Monats gehen deshalb Tausende von Menschen auf die Straße, um für ihre Rechte zu demonstrieren. 2010 Im Jahr 2010 gab es am 31. Dezember eine Kundgebung am Triumphplatz zur Unterstützung des Artikels 31 der Verfassung, zur Versammlungsfreiheit. Und dort wurde mein Vater verhaftet und für 15 Tage eingesperrt. Lassen Sie uns Russland in Ordnung bringen. Schicken wir Putin nach Hause und seine korrupten Milliardärskumpane. Schaffen wir die Zensur ab. Ich mache mir nichts draus. Was redest du da? Ich sitze 15 Tage. Es war eine Art von persönlicher Rache, einen Bundespolitiker 3 Stunden vor dem neuen Jahr in Einzelhaft. Es ist klar, dass diese Entscheidung auf höchster Ebene getroffen wurde. Boris wurde nicht nur ins Gefängnis gesteckt. Am ersten Tag wurde er in eine Zelle geworfen, in der es keine Stühle, keine Betten, keinen Tisch gab. Nichts. Es gab nichts als nackte Wände. Und er sagte zu mir: Können Sie sich vorstellen? Ich bekam nicht mal eine Decke. Er stand tagelang in dieser Zelle. Beinahe nach jedem Meeting wurden die Führer der Opposition verhaftet. Manchmal für 10 Tage, manchmal für 15. Ich hatte eine Zelle mit dem Fenster zum Gefängnishof. Und irgendwann hörte ich, mich ruft jemand auf dem Hof. Nawalny, Nawalny, ich sehe Nemtsov. Es ist bereits kalt und er lief mit seinen Zellengenossen im Kreis. Man muss sich das vorstellen. Alkoholiker, Drogenabhängige, Halbwelttypen. Sie sind müde, haben ungeeignete Kleidung. Aber sie liefen mit ihm, denn er hat sie davon überzeugt, dass sie Sport treiben müssen. Nemtsov hat Haltung bewiesen. Er kam aus dem Gefängnis und er blieb in der Protestbewegung. Und er war noch aktiver als vorher. Das war für mich ein richtiger Meilenstein. In diesem Moment erkannte ich, dass Nemtsov ein wahrhaft aufrechter Mensch war. 4. Dezember 2011. Parlamentswahlen in Russland. Putins Rating zu dieser Zeit erreicht einen historischen Tiefstand. Nur noch 44% der Russen vertrauen ihm. Doch seine Partei Einiges Russland liegt bei den Umfragen wie üblich in Führung. In Tschetschenien zum Beispiel stimmen für Einiges Russland 99% der Wähler. Der Präsident der Tschetschenen, Ramzan Kadyrov, ist Mitglied der Putin-Partei Einiges Russland. Im Gegenzug für die Stabilität und den Frieden in der Region investiert der Kreml enorme finanzielle Mittel in das Land. Dafür garantiert Kadyrov Rekordergebnisse bei den Wahlen. In anderen Gebieten Russlands fallen die Ergebnisse nicht ganz so glänzend aus wie in Tschetschenien, aber immer noch etwas zu gut, um wahr zu sein. Jedem, der zu diesem Ergebnis beigetragen hat, Ihnen allen vielen Dank. Sie haben gewonnen mit den Stimmen von Kadyrov. Kadyrov hat der Partei der Gauner und Diebe 99,5% der Stimmen beschert. Russland ohne Putin. Dass die Wahlergebnisse gefälscht waren, lässt sich kaum bestreiten. Am nächsten Tag beginnt die Opposition ihre Protestaktionen unter dem Motto: Gebt die gestohlenen Stimmen zurück. Tausende kommen zu der Kundgebung, die in die Geschichte des Landes eingeht. Wir sind so viele, wir werden siegen. Am 5. Dezember 2011 passierte etwas Unglaubliches. Eine riesige Menge von Menschen stand auf dem Boulevard unter den Bäumen im Schnee. Da gab es keinen Platz und wir merkten, dass etwas passiert sein musste, das die Leute auf die Straße trieb. Nach der Demonstration gab es noch einige nicht autorisierte Treffen.
Sie verhafteten mehrere hundert Menschen. Und etwa 100 von ihnen, ich war auch dabei, bekamen 10 bis 15 Tage. Und am 10. Dezember gingen 100.000 Menschen auf die Straße. So begann die Protestbewegung der Jahre 2011 und 2012, an die wir uns jetzt mit Nostalgie erinnern. In Moskau finden diese Massenkundgebungen nun jeden Monat statt. Die Kreml-Medien versuchen, die Demos kleinzureden, aber im Internet tauchen immer wieder Videos auf, die das wahre Ausmaß der Proteste zeigen. May 7, 2012. Die Innenstadt von Moskau am Tag der Amtseinführung von Präsident Putin. Jeder Verkehr ist blockiert, nicht nur für Autos, auch für Fußgänger. Putins Sicherheitsleute haben offenbar Angst, denn so sieht das Zentrum von Moskau einen Tag früher aus, am 6. Mai. Nemzow hatte große Angst, dass das Böse endet. Und natürlich, es gab Leute, die sagten, Jungs, macht das nicht. Putin ist jetzt in einem sehr instabilen, emotionalen Zustand. Wenn wir am Vorabend der Amtseinführung eine Protestdemonstration organisieren, wird es heftige Reaktionen geben. Aber wir beschlossen, dennoch zu gehen. Und Nemzow hat immer die Ansicht verteidigt, dass wir gehen mussten. Wenn wir uns jetzt von den Drohungen einschüchtern lassen, dann wird alles nur noch schlimmer. Was passierte, war eine Provokation. Das war uns ziemlich schnell klar. Ich sah, dass die Polizeikette nicht dort stand, wo sie auf dem genehmigten Plan hätte stehen sollen. Und ich wandte mich sofort an die Polizisten, die dort standen. Hören Sie, lassen Sie uns nun durch die Kette. Wir haben eine genehmigte Demonstrationsroute. Es gibt eine Menge Leute hier. Warum halten Sie uns hier auf? Aber statt den Menschen die Möglichkeit zu geben, auf den Bolotnaya Ploschadj zu gehen, provozierten sie einen Stau. Also setzten wir uns auf die Straße, um unsere friedlichen Absichten zu zeigen und dass wir nicht zum Kreml durchbrechen wollen. Aber dann bewegten sich die Sondereinheiten in unsere Richtung. Sie begannen einfach auf die Menschen einzuschlagen. Sie haben uns mit Füßen getreten und liegenden Menschen die Köpfe eingeschlagen. Nemzow wurde früh festgenommen, fast sofort, noch während seiner Rede. Er ging auf die Tribüne, nahm das Megafon und begann zu sprechen. Sie haben ihn direkt von der Tribüne heruntergezogen. Russland wird frei sein! Ich schwöre, die Rechte und Freiheiten der Menschen und Bürger zu schützen. Das ist die Bilanz der Demonstrationen vom Vortag. Über 40 Menschen im Krankenhaus, 650 hinter Gittern. 12 Demonstranten erhalten Gefängnisstrafen. Die Führer der Protestbewegung, darunter Boris Nemzow, werden schnell wieder entlassen. Dafür werden ihre Wohnungen durchsucht. Das Land ist wieder in den starken Händen von Präsident Putin. Nach der Amtseinführung hat er endgültig auf Unterdrückung gesetzt, auf Schlagstöcke, auf Sondereinheiten, auf Wahlbetrug. Er macht es ganz rational, denn ihm vertrauen nur noch Kadyrows Regimenter und die Sondereinheiten. Kilometer von Moskau entfernt, die Stadt Jaroslawl. Es ist die Heimat von mehr als einer halben Million Menschen. In der Stadt gibt es ein Regionalparlament, einen Kreml aus weißem Stein und viele Bürger, die die Opposition unterstützen. 2012 wird unter der Losung gegen Gauner und Diebe der unabhängige Kandidat Jewgeni Olaschow zum Bürgermeister gewählt. Das will sich die Putin-Partei nicht bieten lassen. Der Bürgermeister landet mit einer fabrizierten Anklage in einem Moskauer Gefängnis. 2013 kommt ein bekannter Oppositionspolitiker in die Provinz. Boris Nemzow wird ins lokale Parlament gewählt. Nach diesen Demonstrationen vom Dezember 2011 und vom Frühjahr 2012 und nach den Zusammenstößen vom 6. Mai
Danach wollten die liberal gesinnten Bürger irgendeinen Erfolg sehen. Und was Boris dann 2013 bei diesen Wahlen geschafft hat, dass er gewählt wurde, das war ein Riesenerfolg. Sie haben ihn nicht mehr beachtet. Sie waren der Meinung, dass ein abgeschossener Pilot nie mehr aufsteigen wird. Erst in der letzten Woche des Wahlkampfes gab es eine Art von Antipropaganda. Wenige Augenblicke vor diesen Schlägen hat der kremltreue Aktivist Nemtsov mit faulen Eiern beworfen. Aber die Provokation schlägt fehl. Alle Augenzeugen bestätigen Nemtsovs Version und Zehntausende wählen ihn auch. Bei null begann er seine politische Arbeit in der demokratischen Bewegung Russlands. Aus dem Nichts wurde er Gouverneur, erster stellvertretender Ministerpräsident, offizieller oder halboffizieller Nachfolger des Präsidenten des Landes. Und dann ging dieser Mann nach Jaroslawl. Über ihn lachten alle, all die Leute, die daran gewöhnt sind, bedeutendere Mandate zu bekommen. Er hat wieder bei Null angefangen. Die Werte sind wichtiger als Status. So ist Boris. Das ist das berühmte Haus in der Trefoljow-Straße, im Zentrum von Jaroslawl. Im Herzen, könnte man sagen. Die Wohnung ist klein, nur 50 Quadratmeter. Eine weitere erstaunliche Sache. Jeder wusste das zu schätzen. Er kaufte eine Wohnung in Jaroslawl und er begann sich tatsächlich mit realen Jaroslawler Problemen zu beschäftigen. Das Thema, ob ich eine Wohnung kaufe oder nicht, war das Wichtigste in dieser ganzen Kampagne. In jedem Hof in der Region Jaroslawl wurde ich dazu befragt. Niemand glaubte das natürlich. Ja, das sagen sie alle. Der neue Bewohner von Jaroslawl ist ein gefährlicher Nachbar für die örtlichen Behörden. Ein erster Erfolg, der Rücktritt des Vizegouverneurs, der Geld unterschlagen hat. Das Büro des Abgeordneten Nemtsov im Stadtzentrum wird zum Hauptquartier der Opposition. Wollt ihr eine gute Nachricht hören? Zum ersten Mal in diesem Jahr beginnen Putins Umfragewerte zu fallen. Wie findest du das? Gefällt dir das? Mir gefällt das. Aber sehr schnell treten Putins Umfragewerte in den Hintergrund. Im November 2013 spitzt sich die Lage in der Ukraine zu. Hunderttausende fordern den Rücktritt der Janukowitsch-Regierung, die als korrupt gilt. Argwöhnisch wird auch die enge Bindung der Regierung an Russland beobachtet. Das fast zum Überlaufen bringt Janukowitschs Weigerung, das Assoziierungsabkommen mit der Europäischen Union zu unterzeichnen. Im Februar 2014 gleicht die Innenstadt von Kiew einem Kriegsgebiet. Die Regierung lässt auf Demonstranten schießen. Janukowitsch flieht nach Russland. Die Opposition siegt, aber die Krim ist verloren. Die Krim gehört zu Russland. Hurra, Genossen! Schwarzes Meer. Die Halbinsel, auf der die meisten der Menschen Russisch sprechen. Die Krim gehört seit 1954 zur Ukraine. Aber erst nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion hat das tatsächlich eine Bedeutung. Im Frühjahr 2014 nutzt Präsident Putin die Krise in der Ukraine, schickt Truppen und annektiert die Krim. Krim Narsch, die Krim gehört uns. Im nationalen Taumel halten das die meisten Russen für einen Sieg ihres Präsidenten. In Moskau organisiert die Opposition den sogenannten Marsch des Friedens. Zehntausende von Demonstranten zeigen, dass sie nicht einverstanden sind mit der aggressiven Politik des Präsidenten. Ich will keinen Krieg. Ich möchte, dass wir mit der Ukraine freundschaftliche Beziehungen haben. Ich will nicht, dass Russland isoliert ist, dass Russland eine Krise erlebt, dass unsere Leute leiden müssen. Ich sehe keinen Vorteil in der Besetzung der Krim. Im Frühjahr 2014 beginnt in der Ostukraine ein Bürgerkrieg. Zwei Regionen erklären sich für unabhängig, Donetsk und Luhansk.
Beide grenzen an Russland. Die Kreml-Medien berichten von begeisterten Menschen. Die Ostukraine wird fortan nur noch Neurussland genannt. Tausende von russischen Freiwilligen gehen als Kämpfer in die Ostukraine. Den Menschen wird das Gehirn gewaschen, damit sie zu allem bereit sind. Ich kämpfe zum Beispiel mit unseren slawischen Brüdern für die Ukraine. Putin wird verflucht werden. Dieses Interview gibt Boris Nemtsov einem ukrainischen Fernsehsender. In Kiew auf einer Konferenz machte Boris Nemtsov eine obszöne Bemerkung über Wladimir Putin. Einer der Teilnehmer hat das aufgenommen und bei YouTube veröffentlicht. Er ist gefickt, Wladimir Putin. Verstehen Sie? Dieses Video hat eine extrem negative Reaktion hervorgerufen. Wie kann man nur den Staatsführer in dieser Weise beleidigen? Eine Frau, deren Mann geschäftlich mit der Führung der Tschetschenischen Republik und Kadyrow verbandelt war, hat Anzeige erstattet, um Nemtsov vor Gericht zu bringen. Ich sagte ihm, was machst du da? Sie werden dich einsperren. Was machst du? Man darf Putin nicht persönlich angreifen. Etwa 10 Monate vor seinem Tod beginnt Boris Nemtsov mit einer Materialsammlung über russische Truppen in der Ukraine. Nemtsov hat besonderes Interesse an der Teilnahme der Kadyrow-Männer am Krieg in der Ostukraine. Am 30. Mai 2014 schickte er eine offizielle Anfrage der Jaroslawer Duma an den Chef des Geheimdienstes. Was sind das für Kadyrow-Truppen im Donbass und warum beteiligen die sich an den Kämpfen? Eine Antwort auf die Frage Nemtsovs gab es nie. Das sind Aufnahmen aus der Moskauer Metro 2 Wochen vor dem Mord. Boris Nemtsov verteilt Flugblätter mit einem Aufruf zur Teilnahme an einem Protestmarsch, der in Moskau am 1. März 2015 stattfinden soll. Eine Woche vor dem Mord, zusammen mit seiner Tochter und seiner Ex-Frau, kommt Boris Nemtsov nach Jaroslawl, wo Gespräche über den bevorstehenden Protestmarsch stattfinden. Er will auch weiterhin kämpfen für ein Russland ohne Putin. 2 Stunden war er auf den Beinen. Er sprach über alles. Die Menschen hörten ihm zu. Das war sein letzter öffentlicher Auftritt. Aber er fühlte sich nicht gut. Ich sagte, Boris, hörst du jemals auf? Nein, sagte er, ich will es machen, solange ich die Kraft habe. Vielen Dank, ich danke Ihnen. Wir siegen auf jeden Fall. Jaroslawl wird frei sein. Russland wird frei sein. Natürlich war es gefährlich. Er selbst fühlte das auch. Wir sprachen über die Möglichkeit, dass er verhaftet wird. Ich sagte, wenn sie dich 10 Jahre einsperren, was wirst du dann tun? Wir haben das diskutiert. Er dachte, dass das für Putin nicht gut wäre. Und ein Mord? Das ist für Putin erst recht nicht gut. Drei Stunden vor dem Mord an der Kremlmauer ist Boris Nemtsov zu Gast beim Radiosender Echo Moskvy. Er ruft die Hörer auf, zur Demonstration zu kommen, die am 1. März geplant ist. Komm, lade deine Nächsten ein, deine Verwandten, deine Lieben, deine Ungeliebten, einfach alle. Nach der Sendung trifft sich Boris Nemtsov mit seiner ukrainischen Freundin Anna Duritskaya. Sie essen gemeinsam zu Abend in einem kleinen Restaurant im Kaufhaus GUM auf dem Roten Platz. Gegen 23.30 Uhr verlassen sie das Restaurant und machen sich zu Fuß auf den Heimweg. Vorbei an der Basiliuskathedrale, der Kremlmauer, zur großen Moskwa-Brücke. Nach einigen Dutzend Schritten der erste Schuss in den Rücken.
Der Mörder schießt 6-mal. Boris Nemtsov stirbt hier im Zentrum von Moskau, nur wenige Schritte vom Kreml entfernt. Später wurde bekannt, dass er nach dem ersten Schuss nicht tot war. Er wollte wieder aufstehen. Sie haben auf ihn geschossen, er fiel. Das war typisch Nemtsov. Er war getroffen und wollte dennoch wieder aufstehen. Vor den Augen der Leute. Auf der Brücke, die zum Kreml führt. Von einer Kugel eines realen Feindes. Nicht zufällig. Eines Feindes, der auf dich geschossen hat. Ein schöner Tod. Ich denke, Boris wollte so sterben. In dieser Nacht beschreibt der Pressesprecher des Präsidenten die Reaktion Putins. Der Tod Nemtsovs zeige alle Anzeichen eines bestellten Mordes von provokativem Charakter. Nach einer Woche werden die ersten 5 Verdächtigen festgenommen. Saur Dadajew, der mutmaßliche Schütze, ist ein erfahrener Kämpfer. Er ist Offizier einer tschetschenischen Eliteeinheit. Die Untersuchung ist abgeschlossen. Bis Ende Februar können sich die Verdächtigen und ihre Anwälte mit den Untersuchungsergebnissen vertraut machen. 2 weitere Verdächtige, die möglicherweise auch die Auftraggeber des Mordes kennen, sind flüchtig. Einer hat einflussreiche Verwandte, nicht nur in Tschetschenien, sondern auch im Föderationsrat und im russischen Parlament. Was soll Putin machen? Ramzan Kadyrov festnehmen? Braucht er einen neuen tschetschenischen Krieg? In Tschetschenien stehen 50.000 Bewaffnete, bewaffnet mit Föderationsgeld. Einen Krieg mit Kadyrovs Armee will er nicht und wünscht er nicht. In Russland haben alle Auftragsmorde aus politischen Motiven ein gemeinsames Merkmal. Nicht ein einziges Mal wurden die Auftraggeber enttarnt. Das ist das Grab der Journalistin Anna Politkovskaja. Sie wurde 2006 ermordet. Und das ist der Grabstein Boris Nemtsovs, der 2015 erschossen wurde. Das sind Denkmäler ungeklärter politischer Morde, deren Auftraggeber nicht gefunden wurden. Gefunden wurden diejenigen, die die Körper dieser Menschen durchlöcherten. Aber die Kugeln auf den Grabsteinen werden uns für immer daran erinnern, dass die Auftraggeber nicht gefunden worden sind. Das ist eines der Hauptergebnisse der putinschen Regierungszeit. Der brutal und hinterrücks an der Kremlmauer erschossene Nemtsov. Das ist es, womit die putinsche Regierung der nächsten Generation in Erinnerung bleibt. Ob Boris hätte Präsident werden können? Wahrscheinlich ja, aber nicht in unserem Land. Wir haben bestimmte Stereotype. Und der Präsident ist in unserer Vorstellung vielleicht indirekt ein Zar, ja? Aber Boris war kein Zar. Er war ein ganz normaler Junge, wenn Sie so wollen. Nemtsov war ein Symbol dieser grandiosen, historischen Veränderungen im Russland der 80er und 90er Jahre. Er war sehr, sehr lange das Symbol dieser Veränderungen, der Hoffnung auf eine Zukunft in Freiheit. Und das bleibt er auch.